Eo Kirovic stammt aus einer rumänisch-ungarisch-deutschen Familie aus Transsilvanien. Er hat in seinem Heimatland eine namhafte Zeitung und einen Fernsehsender geleitet und sehr erfolgreiche Romane veröffentlicht. Seit 2013 arbeitet er hauptberuflich als Schriftsteller. Das Buch Der Spiegel ist sein erster Roman in englischer Sprache, der im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse 2015 heiß gehandelt und schließlich in 38 Länder verkauft wurde. Worum geht es in Ihrem Buch und wie haben Sie die Geschichte entwickelt? Usually each of my stories springs from a very strong image. And I can say that there is a story inside and I have to follow that image, you know. And in this case, a student, a young guy, who comes home from university to find the new tenant in the kitchen. And she's a tall, blonde lady with long blonde hair. I knew from the beginning there is a very, very strong story inside. And I start wondering what's going on, who that guy might be, you know. And in a couple of hours, I knew that there are students at Princeton University. So the story is set in Princeton. And she is the protege of a very important professor who gets killed. And probably in a couple of days, the whole story was there.